Da darf ich Magister Wilfried Weitgasser zu mir bitten, Geschäftsführer Porsche Austria, quasi mit Spannung unterwegs heißt es hier. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an den Oktober 2017, damals stand Magister Weitgasser als Geschäftsführer von Porsche Austria schon einmal auf der Bühne des A&W-Tags. Hier hat er nämlich exklusiv für unsere Gäste die Marke Moon präsentiert. Porsche Austria war damals sehr früh dran in diesen 7 Jahren. Elektromobilität ist viel weitergegangen. Wenn man vielleicht auch noch die Statistik strapazieren darf, 2017 wurden 5.433 E-Fahrzeuge, reine E-Fahrzeuge neu zugelassen, 2023 waren es 47.600 und die ersten 9 Monate, da haben wir die Zahlen ja auch schon. Also, wie gesagt, es hat sich da viel entwickelt, ja, und viele dieser Autos werden über Moonpower geladen, mittlerweile in mehreren Ländern vertreten, aber auch selbst Stromproduzent und Moonpower heute eben auch am A&W-Tag vertreten. Mit einem Stand im Mammersaal, das darf ich an der Stelle schon sagen, falls Sie noch weitere Fragen danach haben. Aber jetzt gibt es Applaus für Magister Wilfried Weitgasser. Herzlich willkommen. Ja, danke. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und vor Ihnen sprechen darf. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei unseren Händlern und Servicepartnern bedanken, die uns da mit der Marke Cupra und Seat das Vertrauen geschenkt haben. Und ich glaube, Herr Dr. Wesner, alle Importeure und alle Preisträger sind eben extrem bemüht, die Händler zufriedenstellen und sich um die Händler zu kümmern. Egal, ob das im Werkstattbereich oder im Vertriebsbereich ist. Und ich sehe ja da einige Händler vor mir und jeder kennt die Situation, hat einige Fahrzeuge auf Lager, das heißt beispielsweise 17, und man hat 3 Verkäufer, einen Star-Verkäufer, der 50% vom Volumen macht, dann haben wir so einen mittleren, macht ein Drittel, und dann hat man einen Anfänger, der macht ein Neuntel. Jetzt hat man natürlich das Problem, man hat 17 Autos, 17 durch 2, das funktioniert nicht, 17 durch 3, das funktioniert leider auch nicht, und 17 durch 9 schon gar nicht. Was macht man jetzt als Importeur? Man hilft dem Händler, man gibt ihm noch ein Auto. Dann hat er nämlich 18 Autos. Und wie Sie natürlich rechnen können, 18 durch 2 ist 9, 18 durch 3 ist 6 und 18 durch 9 ist 2. Und wenn man jetzt die 9, 6 und 2 zusammenzählt, dann kommt man wieder auf 17 Autos. Das heißt, der Importeur nimmt das Auto wieder zurück und gibt es dann dem nächsten Händler. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis, wie wir die Händler betreuen. Jetzt möchte ich hier schon wirklich für dieses Publikum die Lanze brechen, weil hier befinden sich wirklich die Investoren, die Geschäftsführer, die Verantwortlichen aus verschiedensten Branchen rund um die Automobilwirtschaft in Österreich, und wir haben es vorher gesehen, und auch darüber hinaus. Damit ist eigentlich hier die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der Autowirtschaft. Es ist, und das muss man jetzt auch einmal so sagen, eine riesen Erfolgsgeschichte. Es ist eine große Ehre, dabei zu sein, und es ist eine enorme Verantwortung, gerade in diesen Zeiten. Denn es liegt nur an uns, die wir hier im Raum sind und draußen in Österreich in den Betrieben arbeiten, an der Zukunft dieser Mobilität in Österreich zu arbeiten und diese mitzugestalten. Da gibt es keine anderen. Das sind wir. Und ich weiß, wir werden täglich mit den ganzen Krisen, Kriegen und den ganzen schlechten Wirtschaftsnachrichten erdrückt. Glaubt man den meisten Medien, so ist die Lage in der Autobranche sowieso schon komplett hoffnungslos und aussichtslos. Ich würde sagen, die aktuelle Zeit ist eben Heavy Metal und bestimmt kein Kuschelrock. Das sagt nicht nur unser Teamchef im Fußball, das gibt es schon für sehr viele Bereiche in dieser Zeit, nicht nur in unserer Branche. Den Metal, den kann man jetzt mögen oder nicht. Heavy Metal ist hart, direkt, aber ehrlich. Und nur dieses rhythmische Zusammenspiel von einem Schlagzeug, einer Stromgitarre und dem Gesang verleihen zum positiven Kopfwippen. Ja, Headbanging ist immer positiv. So ist falsch, so ist richtig. Also, es braucht dazu Regierung und die Union als klaren Taktgeber, als diesen Schlagzeuger. Es braucht Innovation
als elektrisierendes Instrument und es braucht die Industrie, die Handel, es braucht uns aus dieser laute Stimme. Und was braucht es? Es braucht Mut. Hier in Europa brauchen wir keine Wut, wir brauchen einmal eine Mutoffensive. Es braucht dieses Selbstbewusstsein, dass wir hier in Europa die richtigen Produkte, die richtigen Dienstleistungen für heute und auch für morgen haben, gerade im automotiven Bereich. Nur so kann man wieder richtig und ordentlich Schwung ins Haus bringen. Ich lade Sie jetzt einmal ein, für die nächsten 10 Minuten die Perspektive zu wechseln. Oder anders gesagt, vom Gleichstrom, wir hören ja immer das Gleiche, in den Wechselstrom zu gehen. Und damit diese innere Polarisierung oder den Standpunkt komplett zu ändern. Marketingtechnisch nenne ich das jetzt DC-AC, DC-AC. Gehen Sie selbst von diesem DC, von diesem Gleichstrom in den AC-Modus. Gönnen Sie sich einmal die Zeit, schauen Sie mal die Dinge von einer anderen Seite an. Lassen Sie sich darauf bitte ein und gestatten Sie mir vielleicht den einen oder anderen Vergleich mit einem kleinen Augenzwinkern. Starten wir beim Thema Innovationen. Wenn wir in Zukunft erfolgreich sein wollen, dann müssen wir innovativ sein. Wir müssen auf neue Antriebsformen setzen und Grenzen und Vorbehalte wirklich überschreiten. Auch dann, wenn die Rahmenbedingungen herausfordernd sind. Fakt ist, hat man keine Innovation, hat man auch keine Alternative. Hat man keine Innovation, hat man keine Alternative. Und das gilt ganz besonders in der Autobranche. Im DC-Modus würden Sie jetzt sagen, aber ja, wir sind ja in der EU und da gibt es ja wenig Möglichkeiten und Ideen. Ich frage Sie jetzt, haben Sie die Perspektive schon gewechselt oder ist das immer noch Ihre Realität? Schauen wir uns das ganz sachlich und nüchtern an. Wir sehen in den USA enorme Investitionen in künstliche Intelligenz. In China in erneuerbare Solarenergie. Indien wird zur absoluten IT-Großmacht und Europa. In Europa sehen wir ein dicht gestricktes Regelwerk, Umweltauflagen, Datenschutz, jetzt Zölle, PET-Flaschen mit Anhang. Das alles hemmt doch die Wirtschaft, oder? US innovates, China duplicates, India facilitates, Europe regulates. Dieser Teil der Realität wird uns täglich vermittelt. Aber kennen Sie eigentlich auch diesen anderen Teil? Nach dem Global Innovation Index 2023, und ich spreche jetzt hier nicht über die Patente, ich spreche hier jetzt über Innovationen der Weltorganisation für geistiges Eigentum, befinden sich 7 der 10 innovativsten Länder der Welt in Europa. Nummer 1, die Schweiz, jetzt kann ich sagen, okay, die sind nicht in der EU. Ja, Nummer 1, die Schweiz. Nummer 2, Schweden. Ja, nicht ABBA und IKEA. Zweitinnovativstes Land der Welt. Erst Nummer 3 ist dann die USA und ich glaube, unsere deutschen Kollegen sind selbst überrascht, dass sie auf Platz 8 sind, könnte auch einmal ein bisschen eine Mutoffensive bei dem Nachbarn auslösen. Also, wir sind innovativ. Ja? Das ist doch eine tolle Nachricht, das ist die ganz echte Realität da und es sind auch gute Voraussetzungen. Zudem ist die EU weltweit führend im Bereich Nachhaltigkeit. Und wie alle reden immer über Nachhaltigkeit des Zukunftsfeldes. Die EU ist weltweit führend. Sie verfügt über ein hervorragendes Gesundheitswesen. Denken Sie an die USA, denken Sie an Indien, denken Sie an China. Wie ist denn da das Gesundheitswesen? Ja? Und sie bietet allen Menschen innerhalb der EU Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt. Und jetzt kommt's. Die EU hat einen Handelsbilanzüberschuss. Es ist also nicht so, dass wir aufgrund der fehlenden Exportwettbewerbsfähigkeit einen Boom von Importen auslösen und nur noch diese Teslas und diese Computer kaufen aus dem Rest der Welt. Nein, die EU hat einen Handelsbilanzüberschuss. Was aber Fakt ist, die Zukunft ist elektrisch, es steht an jeder Wand, an jeder Ecke. Und mir geht es gar nicht so um dieses Thema Verbrenner oder Elektro. Nicht um richtig oder falsch. Mir geht es um besser. Denn die E-Mobilität ergänzt dort,
wo Verbrenner wirtschaftlich einfach keinen Sinn mehr machen und wo wir nicht mehr weiterkommen. Weil Elektro einfach die effizienteste Technologie ist. Die verwendeten Rohstoffe können zu 90% wiederverwendet werden. Glauben Sie mir, das Thema Kreislaufwirtschaft wird uns beschäftigen, auch im Autohandel. Das beschäftigt schon die ganze Computerindustrie, das wird bei uns kommen. Und die Elektroautos, die Rohstoffe sind zu 90% recycelbar. Und ein Elektrofahrzeug fährt CO2-neutral mit Grünstrom. Ein Verbrenner verbrennt immer Treibstoff, der verbrennt es, ist es dann weg. Ein Strom können Sie aus Sonnenenergie, Solarenergie oder aus Wasserkraft natürlich wiedergewinnen. Die Modelle, die Fabriken, ja, und das batterieelektrische Auto, die sind gesetzt. Ich verstehe die Diskussionen gar nicht mehr. Ja. Der Gleichstromgesinnte würde sagen, ja, aber Europa hat ja wieder alles verschlafen und wir haben ganz, ganz wenig Chancen. Die Kunden, und das sind die, die entscheiden, ja, und die Realität am österreichischen Elektromarkt, die schaut komplett anders aus. Von den 32.632 rein elektrischen Fahrzeugen, die wir im ersten 9 Monaten hier in Österreich zugelassen haben, entfielen 57,7% auf europäische Marken und Hersteller. 60%. 60. 21 auf amerikanische, 14,9 auf chinesische. 60%. Und aus dieser Stärke, aus diesem Momentum raus, muss man jetzt einfach offensiv agieren. In Österreich vertraut man heute den Europäern, auch im Bereich der Elektromobilität. Und beim Wechsel auf diese E-Mobilität müssen natürlich die Rahmenbedingungen wie die Ladeinfrastruktur und ein transparentes Bezahlsystem auch passen. Aber hier ist schon noch einiges an Arbeit zu tun und ich sage ja nicht, dass die Dinge erledigt sind. Und jetzt bitte Sie nochmal, die Polarisierung zu wechseln und von dieser Technologiedebatte auf die tatsächliche Thematik zu wechseln, um die es eigentlich geht. Bei allen Anliegen im Bereich E-Mobilität geht es nicht um das Verbrenner aus. Es geht um die Klimaziele. -15% bei den Flottenemissionen 2025, das ist nächstes Jahr. Nächstes Jahr -15% und dann -55 2030. Das ist jetzt in 6 Jahren. Ich weiß nicht, was wir über Wasserstoff reden. In 6 Jahren bringen wir kein Wasserstoffnetz in Österreich, in Europa oder sonst wo zusammen. Auch wenn es die Motoren und die Technologien gibt. Das Netz gibt es nicht. Und 0 Treibhausgase bis 2035 in Europa. Das sind schon ordentliche Zahlen. Ja? Und das sind keine Vereinbarungen. Das sind völkerrechtliche Verpflichtungen. Das muss uns einmal bewusst werden, das ist nicht irgendwas, da geht es jetzt einmal wieder raus. Nein, das haben wir uns völkerrechtlich dazu verpflichtet. Und diese Flottenziele und dieses Null-Treibhausgas-Ziel, die sind Teil dieses bekannten Green Deals und des Pariser Klimaabkommens. Und diese EU-Gesetze, die sind großteils bereits beschlossen und auf dem Weg, also die treffen uns. Das Thema, das geht nicht mehr weg. Das ist gekommen, um zu bleiben. Und bei dem Nichterreichen der Klimaziele, drohen nicht nur den Automobilherstellern diese drakonischen Strafen. Es drohen auch den Staaten saftige Strafzahlungen. Und das führt zu so drastischen Maßnahmen und Überlegungen und Einschränkungen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Die Deutschen überlegen Fahrverbote, ja, um diese Klimaziele zu erreichen. Zugegeben, Fahrverbote sind nicht ganz neu, das hat es bei uns auch einmal gegeben, das war der autofreie Tag, das ist vor 50 Jahren schon gewesen, das hat nicht gar so funktioniert, das hat man dann gleich wieder abgeschafft, aber was ich noch sagen muss, wir müssen jetzt einfach einmal in die Gänge kommen, ja, und an der Zukunft und an diesen Innovationen arbeiten, weil ohne Innovationen haben wir keine Alternative. Jetzt können Sie sagen, ja, der Retter gleich da vorne. Welchen Beitrag leistet denn eigentlich die Porsche Austria, die Porsche Holding im Bereich Innovation, im Bereich E-Mobilität? Sie haben es vorher schon gehört. Ich war hier vor 7 Jahren an dieser Stelle und habe hier die Marke Moon vorgestellt. In diesen 7 Jahren ist viel passiert. Moon gibt es mittlerweile in 24 Ländern. Allein in Österreich und Deutschland betreibt Moon bereits heute über 4.000 Ladepunkte. Wir stünden nicht auf, wir betreiben 4.000 Ladepunkte. Aber Moon, das ist viel mehr als eine Marke. Moon, das ist wirklich zu einer Bewegung geworden. Eine Bewegung, die Mobilität für uns und für die Generationen, die kommen, löst und neu gestaltet.
Driven by Energy, powered by Moon. Mit innovativen Lösungen wie PV-Anlagen, jetzt schauen Sie mal, die ist nicht am Dach. Die ist auf der Fassade vom Autohaus. Maßgeschneidert und effizient. PV-Anlagen in jeder Dimension und Größe, sodass man mittlerweile ganze Viertel mit erneuerbarer Energie versorgen kann. Das ist in Eching 1,6 Megawatt. Die sehen Sie sogar, wenn Sie natürlich völlig nachhaltig mit dem Flieger in München landen, sehen Sie diese PV-Anlage, die versorgt nicht nur dieses Audi-GW-Zentrum Eching, die versorgt gleich den IKEA dazu und den Mömax. Und fürs Autohaus ist es sogar ganz ein interessantes neues Geschäftsmodell mit sehr, sage ich mal, dankbaren Abnehmern im Energiebereich. Wir machen Lösungen für Tourismus, Flotten und Vereine. Beispielsweise den Stanglwirt, das Weingut Bolz, FC Bayern München, das Skigebiet Montafon, Silvretta. Beratung, Installation, Betrieb, Service, Wartung und vor allem, wir finanzieren auch diese Produkte. Alles aus einer Hand mit der Kompetenz aus dem Autohandel, mit dem Wissen um die Batterie im Auto und mit dem Rückgrat der Porsche Holding. Und wir hören jetzt nicht auf. Wir machen weiter. Wir beschäftigen uns mit dem bidirektionalen Laden. Wir machen das schon im Pilot mit dem Verbund. Wir haben schon einen Second Life Speicher. Wir haben der Moon City in Salzburg ein neues Konzept verpasst mit einer Ladelounge, wo die Kunden jetzt reinkommen und Kaffee trinken können, wie beim Flughafen. Ja, und sie erholen und gleichzeitig können sie dort natürlich auch unsere neuen Elektromodelle erleben. Und wir haben 4.000 gemanagte Ladepunkte, Anzahl stark steigend. Und wir machen das nicht nur für unsere eigenen Betriebe, sondern wir machen das für jedes Autohaus, für jede Marke, für jeden Flottenkunden und für alle E-Mobilisten, die uns ihr Vertrauen schenken. Wir gehen positiv, innovativ und mit dem Blick immer nach vorne in die Zukunft. In diesem Sinne kann ich Sie nur einladen, join the movement. Danke. Dankeschön, Wilfried Weitgasser. Darf ich Sie trotzdem noch ganz kurz bei mir auf der Bühne bitten zu bleiben, denn wir haben heute schon darüber geredet, was braucht es, um die E-Mobilität jetzt auch noch breiter auszurollen. Wir haben heute schon einmal das gehört, es braucht Fahrzeuge, die quasi auch in der Bevölkerung leistbar sind, um das größer zu machen. Wir haben heute auch eine iVoting-Umfrage und die darf ich jetzt einmal gleich bitten zu starten, während wir hier auf der Bühne reden. Da geht es nämlich nach der Nachfrage nach dem reinen E-Auto. Wie hat sich das entwickelt? In Ihrem Unternehmen sind die Stückzahlen gestiegen, sind sie zurückgegangen, sind sie etwa gleich geblieben? Wir haben, wenn wir uns die Zulassungszahlen anschauen, jetzt einen leichten Rückgang, 19% auf 17%, das ist jetzt nicht eklatant, oder? Nein, man muss die Markt genau beobachten, man muss wissen, dass man im ersten Halbjahr in diesem Jahr eine WLTP-Zulassungsverpflichtung hatte für Fahrzeuge, die hauptsächlich im Verbrennerbereich waren. Das hat natürlich einen Vorzieheffekt bei den Verbrennerzulassungen geführt und man muss natürlich auch jetzt anschauen, welche E-Modelle gerade jetzt im zweiten Halbjahr in den Markt kommen und treffen, also nicht nur aus unserem Haus, sondern generell aus der gesamten Branche. Und ich glaube, ich sage mal, wer ein preiswertes E-Auto will, das will man am Gebrauchtwagenplatz schauen, weil da sind die relativ gebraucht, also relativ preiswert. Ja. Und im Bereich der Klein- und Mittelwagen startet jetzt gerade sozusagen die große Europa-Initiative, wo die europäischen Hersteller mit diesen Fahrzeugen auf den Markt kommen. Darf ich die vorige Auswertung noch einmal ganz kurz am Monitor haben, weil das deckt sich genau. Die wollte man ganz kurz anschauen. Wird sich die Nachfrage in Ihrem Unternehmen entwickelt? Also im Prinzip. Vielleicht haben wir die Auswertung noch, weil jetzt haben wir es gerade gelöscht. Genau. Lassen wir das einmal kurz so stehen. 34% sind gestiegen, sind zurückgegangen, 51, 12,5 sind gleich geblieben. Das deckt sich natürlich genau mit dem, was Sie jetzt gerade sagen. Das heißt, es braucht am Markt auch eine gewisse, um eine Marktrelevanz zu erzeugen, Fahrzeuge, neue Fahrzeuge, die da auf den Markt kommen. So quasi dieses Henne-Ei-Problem, wenn das Auto da ist, dann gibt es auch die Interessierten. Absolut, aber ich glaube, das ist gar nicht das Thema.
Ich bin wirklich hier da, ich mal sage, hört mal auf mit dieser Verunsicherung am Automarkt. Die Technologie ist die richtige. Ja? Sie steht daneben. Man muss nicht sagen Verbrenner oder, sondern für jeden das, was das Bessere ist. Und mit dieser permanenten Verunsicherung der Menschen macht man nur eins, man geht irgendwo rückwärts in die Zukunft, weil man nur auf diesen Status quo schaut, nur das sieht, was heute ist und nicht das sieht, was eigentlich morgen gebraucht wird. Und da wünsche ich mir schon einfach klare Rahmenbedingungen. Ich finde, dass diese Förderungen für Unternehmer wieder incentiviert gehören. Für die Privaten ist es jetzt mehr oder weniger durch für die nächsten Jahre. Es braucht, Technologie braucht einen Anschub. Ja, und das ist ja keine europäische Geschichte. Das machen die Amerikaner, die Chinesen, ja, die Inder auch. Ja. Also es braucht einfach, um Innovationen zu schaffen, einen Takt, wie ich es gesagt habe, einen Anschub, einen Rhythmus, der einfach passt, wo man sich einstellen kann. Das wünsche ich mir. Die Produkte, ich glaube, die kommen. Also die Fabriken stehen und es kommen so viele Elektroautos, also mehr wie Verbrenner. Also das ist, aber es kommen Verbrenner immer auch noch. Und es ist ja so, man arbeitet an die Technologien und überall dort, wo einfach der Verbrenner nicht mehr weiterkommt, ja, da muss dann Elektro. Und ich sage, wir haben nächstes Jahr diese EU7-Regelung. Schauen wir mal, wann die wirklich kommt, wird es halt, im Kleinwagenbereich halt sehr teuer mit einem Verbrenner. Und da muss halt dann genau zum richtigen Zeitpunkt der elektrische reinspringen in einem Preisbereich halt zwischen 15.000 und 25.000 Euro, so einem Transaktionspreis. Das ist der strategische Ansatz, der da ganz wichtig ist. Können wir die zweite iVoting-Frage jetzt noch einmal schnell einblenden? Bitte stimmen Sie an der Stelle auch ab oder was erwarten Sie für 2025? Haben Sie schon abgestimmt? Gut. Okay, da sind wir jetzt genau dort, wo jetzt auch die Erwartungshaltung ist. Gut, da sind wir noch am Voten. Wir haben erst 12 Votes. Ja, das ist ja bitte. Lassen wir da noch ein bisschen die Votings laufen. Das heißt aber im Klartext auch, wir müssen auch dieses Einschweren, diese Unsicherheit aus dem Markt herausnehmen. Und das machen natürlich die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die heute hier im Hause sind. Absolut. Und ich würde einfach empfehlen, fahren Sie einfach damit und fahren Sie mit dem Auto in Urlaub. Also ganz ehrlich, ich habe schneller geladen, wie ich tanken könnte, weil an der Tankstelle sind die alle gestanden mit ihren Leberkassemmerl und haben halt wollten zahlen mit ihren Tankkarten. Und ich bin da am Supercharger gestanden und ja, es ist jetzt loben mit 200 kW. Also es gibt kein Thema mehr, es gibt nichts, die Autos können das. Und das ist jetzt, wir entwickeln uns ja immer weiter von Generation zu Generation. Diese WLTP-Reichweiten, 600, 700 Kilometer, die sind schon, da kommt man schon hin, vielleicht einmal 10% auf für Abi, ja. Aber das geht schon. Also es ist nicht so Wien zurück, Salzburg, das geht jetzt dann. Ja, also das ist. Und dazu muss man wissen, dass diese Reichweiten ja ohnehin zu 99% nicht gebraucht werden. Ja, aber man hat es halt gerne. Ja, aber jetzt müssen wir schon sagen, immer, wenn man jetzt ein E-Auto hat, darf man natürlich in Österreich auch maximal 130 km/h fahren. Aber hinter einem LKW nachfahren, ist nicht Autofahren für mich. Ja, also das ist schon die ganze Dynamik und das ist ja ein Riesensicherheitsaspekt da. Also Sie sind ja viel wendiger, viel agiler unterwegs im Straßenverkehr, wenn Sie mit einem Elektroauto fahren. Und da sagen ja die Reichweiten der Batterien oder die Größen der Batterien ja nur, wie viel Energie Sie daraus ziehen können. Das sind immer nur Reichweite. Wie viel Power du auf alle vier Räder aufbringst. Genau. Schauen wir uns noch einmal die Stückzahlen an, die steigen werden. 55% sind der Meinung, die steigen. 10% meinen, sie gehen zurück. 34%. Also ich bin mir sicher, dass sie steigen, weil wir haben 25 die Klimaziele und das geht nicht anders. Also Sie werden sehen, wir werden 2025 einen richtig großen E-Markt haben. Wir werden ganz wohl überrascht sein, wie toll das auf einmal läuft. Und wir sind schon in Österreich einmal so, dieses Sudan haben wir erfunden, ja, das haben wir jetzt nach Deutschland exportiert, die haben das wahnsinnig gern aufgenommen, die haben das natürlich perfektioniert. Aber am Ende des Tages, es gibt Länder, ich weiß schon, Norwegen ist nicht in der EU, aber mit 85% Elektroanteil. UK sagen, wir gehen sowieso vorher raus aus dem Verbrenner, weil wir uns committen. Das braucht es. Es braucht doch nur klare Rahmenbedingungen. Dann stimmt sich doch die Industrie, die Wirtschaft, der Handel auf das ein. Und das fordere ich jetzt mal ein. Und ich wollte gerade sagen, und das muss natürlich von der Politik kommen. Und da ist die Politik natürlich mehrfach eingeknickt in Deutschland, genauso wie in Österreich. Ja, ich verstehe nicht, was die Alternative ist. Also ich frage, wo ist die ohne Innovation keine Alternative, wenn 25 das Datum ist, 30 das Datum ist und 35 das Datum ist, dann frage ich mich, was soll es anderes geben? Und dann noch milliardenhohe Strafzahlungen, die ins Haus stehen, das muss man an der Stelle auch noch sagen. Dankeschön fürs Mitphilosophieren hier auf der Bühne. Danke.